Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder und was ihr auch demnächst wieder seht, ja, unsere Blackies, denn es geht weiter. Nachsitzen ist angesagt, denn unser SK Sturm hat mit 1:2 beim WAC auswärts verloren. War zwischenzeitlich schon auf dem vierten Platz, weil es Schützenhilfe aus Wien gab und trotzdem hat es nicht gereicht am Schluss. Auch völlig verdient, man ist selber schuld, wie so oft in dieser Saison. Und deswegen eben nachsitzen, man spielt schon am Donnerstag wieder auswärts, entweder gegen Rapid oder Mattersburg. Die beiden spielen sich ja den Gegner quasi aus, also der dann gegen uns spielt und das Rückspiel dann am Sonntag in Graz. Und dann ist die Saison auch wirklich beendet, dann steht auch fest, ob Sturm überhaupt Europacup spielt, die dritte Quali-Runde ist es nicht. Die Gruppenphase ist ja sowieso schon länger mal fix, dass da jetzt ja jemand anders drin steht, der WAC nämlich. Die spielen höchstwahrscheinlich auch jetzt in Graz ihre Heimpartien. Das kommt natürlich ermüdend jetzt dazu und ja, ein Sonntag unterm Strich irgendwo zum Vergessen. Aber was willst du machen? Gehen wir mal das Spiel chronologisch durch. Sturm hat super begonnen, wirklich. Für mich vielleicht sogar die beste Anfangsphase in der ganzen Saison. Man hat gleich mal gezeigt, dass man Eier in der Hose hat. Man hat gewollt. Man hat auch gleich zwei gute Möglichkeiten gehabt, jeweils durch Lukas Spendlofer. Beim einen, ich glaube, das war auch schon ein Kopfball, wird der Ball vor der Linie noch geklärt. Beim zweiten, nach einer Ecke, Kopfball Spendlofer und Kofler im WAC-Tor, der den Ball gerade noch so drüber bekommt, der hätte, glaube ich, gepasst. Und Sturm eben hat das wirklich die ersten 10 Minuten gerade eigentlich schon richtig gut gemacht. Zwischendurch hatte der WAC dann auch eine gefährliche Möglichkeit, aber ja, Sturm hat Gas gegeben und genau so stelle ich mir das eigentlich vor. Dann Minute 11, auch schon der Führungstreffer für die Blackies. Schön gespielt, Ota Kitaishvili bekommt von Pink den Ball serviert. Kitaishvili geht dann à la Messi-Manier ein paar Meter, legt dann nochmal schön ab für Michael John Lehmer und der macht das wunderbar ins lange Eck. Sehr, sehr schönes Tor vom talentierten Flügelspieler und die frühe Führung für die Blackies. Besser hätte es gar nicht anfangen können. Parallel dazu stand es beim Last, zwischen dem Last und der Austria 0:1. Also die Wiener haben geführt. Das hätte uns also trotzdem erstmal nichts gebracht. Aber das sollte sich auch in dieser Konstellation noch ein bisschen was tun. Auf jeden Fall hat Sturm ja eben nach dem 1-0 zwar schon Chancen vom WAC auch zugelassen, man ist aber trotzdem immer wieder relativ gefährlich vors Tor gekommen. Nach einer halben Stunde knapp Markus Pink, der das wirklich schön gemacht hat, geht ein paar Schritte gegen seinen Gegenspieler, also lässt sich den Ball nicht abluchsen und dann mit dem gar nicht so unplatzierten Schuss, den Kofler aber gerade noch halten kann. Und eben so ging es eigentlich in der ersten Halbzeit relativ viel hin und her. Der WAC hat dadurch Friesenbichler noch eine gute Möglichkeit. Siebenhandel, wenn er gebraucht wurde, bombensicher, muss man auch dazu sagen, also im ersten Durchgang. Und ja, Sturm eben nicht unverdient in Führung gegangen und auch die Führung in die Pause gebracht. Im zweiten Durchgang, ja, da eigentlich das Ganze wie immer. Man hat von Sturm in der Offensive nur mehr sehr wenig gesehen. Man hat auch schon nach einer knappen, ja, knappen 20, 25 Minuten im ersten Durchgang begonnen, sich weiter zurückzuziehen. Im ersten Durchgang vielleicht noch nachvollziehbar, weil der WAC zu viele Räume gehabt hat. Die hat man gut geschlossen. Aber im zweiten Durchgang, ja, keine Ahnung, vielleicht mal nachlegen, vielleicht mal aufs zweite Tor gehen. Nur mal so ein kleiner Denkanstoß. Ist natürlich nicht passiert, denn es ist gekommen, wie es immer kommt in letzter Zeit. Wir führen und stellen uns hinten rein, alle mal in den 16er oder zumindest in die Nähe davon. Und dann ist natürlich passiert, was passieren muss. Der WAC hat natürlich die Luft bekommen. Ich will nicht sagen, dass wir den WAC zum Leben erweckt haben, denn die waren jetzt nicht tot. Die haben schon immer wieder probiert, ihre Chancen rauszuspielen. Also die Wolfsberger waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft an der Stelle. Aber, hoppale, aber ja, man hat trotzdem dem WAC es auch relativ leicht gemacht. Also die Wolfsberger immer wieder hier und da gefährlich. Keuter sehr, sehr umtriebig. Der afrikanische Angreifer bei den Wolfsbergern. Also der hat für viel Unruhe gesorgt. Und im Endeffekt, ja, war es dann auch eben von den Torschancen eben auch nur eine Frage der Zeit, bis dann endlich mal was passiert aus WAC-Sicht. Und es ist in der Schlussphase knüppeldick gekommen nochmal. Sturm, ja, lässt sich eigentlich, ich will nicht sagen auskontern, aber es geht einfach alles viel zu schnell bei unserem 16er. Der WAC kombiniert sich durch Novak auf Ritzmeier, der mit dem Querpass rein und dann kommt Keuter angerauscht.
Und ja, Spendlhofer kann den Ball von der Linie nicht klären, haut ihn eigentlich noch ins eigene Tor, aber kein Vorwurf an der Stelle. Bisschen unglücklich gestanden auf jeden Fall. Das 1:1 für den WAC. Zu diesem Zeitpunkt war die Ausgleich schon aussichtslos hinten in Linz, also in Pasching. Und ja, unsere Jungs haben nach dem 1:1 eigentlich offensiv auch kaum mehr was zustande gebracht. Im Gegenteil, der WAC hatte dann wieder die Kontermöglichkeiten, Sturm natürlich aufgerückt, kommt aber trotzdem in der Schlussphase kaum mehr an den Ball. Also die Wolfsberger sehr, sehr ballsicher und bei Sturm war es halt wirklich schon mehr Verzweiflung als sonst was. Man hat dann aus dem Konter heraus das zweite Tor eben bekommen, wie angesprochen. Keuter bekommt einen Ball von Romano Schmidt in den Lauf gespielt, der ist allein vor Siebenhandel, lupft ihn drüber, obwohl Siebenhandel sogar noch dran ist. Der hat ja eh noch probiert zu retten, aber okay. Auf jeden Fall geht der Lupfer dann natürlich noch irgendwie ins Tor. Wolfsberg rastet aus und als Sturmfan denkst du dir, was ist denn da falsch gelaufen? Auf jeden Fall hat Sturm in Minute 92 tatsächlich noch eine Ausgleichsmöglichkeit, eine vernünftige, durch den eingewechselten Jakob Janscher. Der verzieht knapp, davor hatte Jakubowicz noch eine. Die war aber grausam verkackt, muss man an der Stelle klar sagen. So langsam wird mir da auch deutlich, warum der so wenig Spielzeit bekommt. Also ja. Aber auf jeden Fall war es das dann. In Wolfsberg, klar, war Musikantenstadel angesagt und Partytime, und als Sturmfan kann man wieder Extraschichten schieben. Aber passt schon. Also, von dem her, aufraffen, Mund abwischen und es geht ja dann schon weiter. Also, weiterhin viel Spaß bei der Saison und ich würde sagen, ihr schreibt in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Es ist nämlich nicht der letzte Vorbericht gewesen. Also auch kein Urlaub an der Stelle. Euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Nicht vom Handy irritieren lassen. Und bis dann. Ciao, ciao.